Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Conan Exiles. Wir spielen schon die vierte Staffel und ich glaube, ich habe hier ein Camp der Schwarzen Hand entdeckt, dem ich jetzt besser noch ein bisschen aus dem Weg gehe, weil die Jungs sind ziemlich beinhart. Ein bisschen ungesund für mich. Aber das macht ja nichts. Man muss ja nicht gleich jeden Kampf aufnehmen, den es gibt. Vor allem dieses Camp gab es früher schon. Da waren wir am Anfang auch mal ab und an. Also als wir das Spiel mehr oder minder als Gruppe so angefangen haben zu machen. Und die waren schon ein bisschen hart, die Jungs. Man muss sich ja nicht gleich alles antun. So, was bist denn du für ein Viech? Bist du schlecht gelaunt? Oder hast du Angst? Okay, also die haben offensichtlich keine Angst. Aber ich weiß genau, wenn ich da jetzt zu nah rangehe, dann habe ich ein Problem mit den Viechern. Was ist denn hier passiert? Das sieht aus, als wäre hier irgendwas gesprengt worden. Copperstone? Okay, warte mal. Hier pickel ich mal ein bisschen dran. Ha. Okay. Das ist interessant. Hier ist auch noch was. Ist das jetzt von Emberlight oder von Immerse oder so? Diese Ecke hier? Ha, mal gucken. Okay, hier gibt es vor allem Stein für mich und Eisenstein. Okay. Hier kann ich Copperstone rausgraben. Okay. Aus diesem komischen Spawn. Keine Ahnung, wofür man den braucht. Aber okay. Ich glaube aber mal, ich werfe mal hier den ganzen Stein ein bisschen ab. Kann ich hier eigentlich reparieren? Oh ja, ich kann. Oh, das ist ganz wichtig hier. Meine Sachen sind ja schon so ein bisschen angekratzt, angebackt hier. Und mit den Steinen geht das immer noch ganz simpel. Oh Mann, oh Mann. Man will ja nicht gänzlich waffenlos dastehen irgendwann. So, was ist das hier? Rezept Seide? Ja, nee. Welcher Seite ich jetzt schon kann? Nee, ist klar. Nein. Das gehört definitiv noch in die Richtung. Huch! E? Oh, hier ist ein Tagebuch. Ah! Das Dirnen-Tagebuch 4, ja, wie geil! Hätte ich von den Krokodilen gewusst, hätte ich es durch die Wüste versucht. Die schuppigen Ungetüme folgten mir in einiger Entfernung und ich dachte, ich hätte sie abgeschüttelt. Von wegen! So viel Glück hatte ich nicht. Eines der größeren Exemplare schoss aus dem Wasser und zerriss meine seidenen Tanzgewänder, sodass ich mit gewöhnlicherer Kleidung vorlieb nehmen musste. Zum Glück schien das Krokodil mehr am Spiel mit meinen Tüchern als an mir interessiert zu sein, wodurch ich entkommen konnte. Ich bin erschöpft und werde hier lagern, bevor ich weiter nach Norden ziehe. Ich habe einen Turm gesehen, der sich gen Himmel reckt. Er soll mein Ziel sein. Okay, Dirnentagebuch. Falls ihr die Dinger sucht, ich befinde mich momentan hier an diesem Fleckchen Strand. Da könnt ihr dann die Dürren-Tagenbücher einsammeln. Ich wusste gar nicht, dass hier eins liegt. Merkt ihr mal wieder, man entdeckt immer ganz neue Sachen, wenn man sich hier mal so ein bisschen durch die Gegend bewegt. Aber ich glaube, da wollte ich jetzt gar nicht lang. Ich wollte eher gehen Süden. Ja, ja, ist ja okay. Ich habe dich ja schon mitgekriegt, kleines Tagebuch. Wir müssen jetzt nicht weiter miteinander spielen. Oh Mann. Oh, es ist Wahnsinn. Also ab und an habe ich echt das Gefühl, das fühlt sich hier ganz, ganz neu an irgendwie. Und hier ist auch nochmal irgendein Camp. Also irgendwie sind die verbrannten Lande, die Lande der Verbannten, deutlich voller als vorher. Was ist das denn hier? Okay, das sieht nach Dafari aus. Okay. Da machen wir dann auch mal Bogen drumherum. Das sind mir nämlich ein paar zu viel. Ich habe da so die vage Vermutung, dass die sonst sehr ungesund für mich werden. Vor allem, ich habe momentan nach wie vor noch keinen Bogen und nichts. Ich kann mich also auf Entfernung mit denen gar nicht betteln. Das ist dann natürlich nicht ganz so hilfreich. So. Aber es wird. Oh, hier gibt es ganz viele Stöckchen. Ist natürlich auch nicht verkehrt, das direkt an der Stadt zu haben. Ganz viele Stöckchen. Bin ich denn jetzt hier? Okay, hier geht's hoch. Dann gucke ich doch mal, was ich hier finde. Gott, ich war hier echt schon so lange nicht mehr. Das Gute ist, wir haben hier auf dem Server auch einen Mod namens Teleport. Das heißt, wenn ich erstmal Teleport-Punkte festlege, dann
kann ich mich da jederzeit zurückspringen lassen und muss dafür nicht sterben. Aber ganz ehrlich, im Moment gibt es so viele Dinge, die für mich echt ungesund sind, dass ich keinen Teleport brauche. Was ist das hier unten? Hier ist auch nochmal so ein Dafari-Camp. Gott, wie viele von den Dingern gibt es denn hier? Es ist echt übel. Ah, hier hinten sind die Wächter. Meine guten alten Freunde. Ha, die mochte ich immer, die Wächter. Das ist einer meiner Lieblingspunkte hier auf der Map. Dort habe ich auch nicht von ungefähr hier immer wieder mein Zuhause gewählt. Einfach weil mir diese Insel sehr gut gefällt. Aber wir haben diesmal einfach einen Spot gesucht, wo es mehr Platz gibt. Deswegen war das hier unten keine Option. Auch wenn es natürlich eine schöne Gegend ist. Ich mag die Wächter einfach sehr, sehr gerne. So. Wollen wir doch mal ein bisschen zurückblicken auf Dinge, die irgendwann mal waren. Und hey, die Jungs, die sehen doch echt definitiv aus wie Aliens mit ihren nach hinten geneigten Köpfen und ich glaube immer noch, dass das irgendwie Aliens sind. Ganz bestimmt. Und ich meine, dieses Volk, das hier die Exiled Lands irgendwie betreut hat, das waren ja auch irgendwie so eine Art Aliens. Oh. Wollen die jetzt mit mir fighten hier oben? Da ist ja nochmal so ein Lager. Alter, wie viele von denen gibt es denn? Das sind so viele. Okay, Ausdauer ist im Arsch. Das heißt, ich suche mir jetzt besser mal einen Platz hier am Land und regeneriere etwas. Erstmal eine Runde stehen. Und was essen sollte ich vielleicht auch. Ich habe mir jetzt mal ein paar andere Fische mitgenommen. Vielleicht sind die etwas ergiebiger als die Fische, die ich schon hatte. Puh. So, hier drüben sind Shalebacks, ja klar. An die erinnere ich mich noch. Die waren immer meine netten Nachbarn hier. Aber glücklicherweise sind wir jetzt nicht mehr so aggro wie früher, oder? Bist du aggro? Bist du ein Aggro-Bag? Ich gehe dir trotzdem mal lieber aus dem Weg. Wer weiß, was der jetzt mit mir veranstaltet, der Aggro-Bag hier. Oh. Ach, die Wächter. Selige Zeiten. Immerhin habe ich zwei Staffeln. Die Wächter, ich habe was entdeckt. Immerhin habe ich zwei Staffeln lang hier auf dieser Insel gewohnt, während alle anderen sich ihre Zuhause irgendwo anders errichtet haben, waren die Wächter immer so mein Ding. Ich habe die echt gemocht. Ich mag sie immer noch. Diese Alien-Jungs hier. Die definitiv sehr strange aussehen. Oh, was ist das denn hier? Sind hier schon wieder irgendwelche Exiles? Das gibt's doch nicht. Echt, wie viele sind das denn? Oder ist das jetzt hier irgendjemand anders? Mal gucken, ob ich mit dem kämpfen muss oder nicht. Ich hoffe mal nicht. Greifst du mich an? Nee, tust du nicht. Arkos, der Wanderer. Okay, du hast dich aber auch ein bisschen verändert, Junge. Another new one, eh? I can smell it on you. Veterans tend to smell just a little more like despair. Ah! Once a sailor, now a wanderer. You didn't think you were the only one, did you? You should go up north. There's whole cities of exiles up there. Okay, ich kann hier ein Emote lernen. Höflicher Beifall. Das ist doch mal geil. Wusste ich noch gar nicht. Das war früher nicht so, glaube ich, oder? In the beginning there were only a few of us. But now it seems like fresh-faced fools are showing up every week. Not all of them are as friendly as I am, mind you. What? Bracelets? You can't remove them. I saw one fool cut his arm clean off trying to get rid of it. He bled to death right there in the sand. Nasty business. Leave it on. You'll start to hear the voices soon enough, and then you'll start seeing the ghosts. I don't think the voices are for us. Not for us here and now. I think they were talking to somebody else. Back then. Wherever it was. Whenever it was. Those pillars keep us confined here. Some call it the curse wall, or the ghost fence, or just the boundary. Doesn't really matter what it's called, does it? I walked all the way around it once. Had to be careful not to cross it, of course. Once in the north, I saw a few people on the other side, wearing bracelets just like ours, with gems of amber. Makes you wonder. Okay. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an diesen Spruch erinnern, aber das würde ja dann bedeuten, dass es hier noch eine zweite Instanz an Exile geben würde. Das finde ich jetzt aber auch nicht uninteressant. I'm no scholar, but I bet a few passed through. They all have mad theories about what the ruins scattered around here are.
Lemurians, Giant Kings, Tari, Eleusian Serpent Men. Do those names mean anything to you? Never mind. It's my experience that men who have their minds in the past get eaten by crocodiles in the present. Okay, ja, es gibt ja auch genügend Krokodile hier in der Gegend. Beginning there were only a few of us. But now it seems like fresh-faced fools are showing up every week. Okay, also wir haben ihn jetzt schon mal um einige Erkenntnisse erleichtert. Danke, Arkos, das ist nett von dir. Und das hier ist auch irgendwo neu mit diesem Schiff und so weiter. Also die Schifffahrt war für viele Leute hier in diesem Flusstal nicht gesund. Und ich meine, im Dschungel finden wir ja noch viel, viel mehr kaputte Schiffe dann. So. Ich frage mich aber, ob ich jetzt die Hülle von Hanuman vielleicht hier hinten finde. Ich werde mich mal ein bisschen umschauen. Ne, Arkos? Du bleibst da mal hier, oder? War okay. Arkos, der Wanderer. Du musst mich gar nicht so misstrauisch angucken. Ich will dich gar nicht töten, Junge. Ist doch alles okay. Wir sind Freunde. Also zumindest soweit man hier in dieser Gegend überhaupt befreundet sein kann. Ohne, dass man sich eine Menge Probleme einhandelt. Oh Mann. Aber der war doch irgendwo mal... Also früher war er an anderen Stellen, nicht an dieser Ecke hier. Aber nachdem man die Wanderer... Wächter hier... Ja, auch wirklich von Weitem sieht, ist das gar keine schlechte Stelle. Weil man wird früher oder später über ihn stolpern, wenn man hier den Fluss entlang geht. Und man lernt immerhin in dem Rot. Das finde ich ja schon mal geil. Kann ich jetzt höflich Beifall klatschen? Mal gucken, wie das geht. Drofhaust, entspannen, angeben... Grüßen. Okay. Wo habe ich denn jetzt meine Emotes? Gespräch. Oh, höflicher Beifall. Okay. Das war jetzt schon mal nicht schlecht. Oh, warte mal. Ich zeige euch das nochmal von vorne. Ja, ist doch gar nicht schlecht. So, jetzt gucke ich mich aber noch ein bisschen um. Puh, irgendwo war doch hier ganz bestimmt diese Ecke mit der Höhle. Gott, ist das lange her. Ich habe dazu ja auch ein Tutorial gemacht, aber das ist jetzt auch schon locker mal 2 Jahre her oder so. Mensch, war das hier hinten? Gott, ich weiß es echt nicht mehr. Es ist schlimm. Ich glaube, ich muss mal irgendwann bei Zeiten mal auf eine Karte gucken. Und dann werde ich feststellen, so, hey, ich war da doch mindestens schon 3 oder 4 Mal, habe das total übersehen. Ja, und werde mich dann so ein bisschen dafür schämen, dass ich hier öffentlich auch immer wieder zeige, dass ich mich einfach nicht erinnere. Schrägstrich, zu verpeilt bin, um mich zu erinnern. Das war doch hier irgendwo bei diesen Landmarks. Ah, schlimm. Ja, ja, das Alter. Ich bin ja schon sehr gespannt auf den Unterwasser-Dungeon. Der wurde reingepatcht, als ich das Spiel schon nicht mehr gespielt habe. Das heißt, der ist auf jeden Fall dann total neu für mich. Aber es gibt hier auch noch genügend andere Dinge, die man sich immer wieder angucken kann. Offensichtlich haben sie ja hier doch einiges nachgebessert und verändert. Und ich hoffe einfach mal, dass das auf lange Sicht dann auch so weitergeht. Weil das Spiel ist eigentlich nach wie vor sehr cool. Bietet einem unglaublich viele Freiheiten, auch wenn sie irgendwie... alle 2 Wochen mindestens irgendein Hotfix oder irgendein Patch reinballern. Glücklicherweise haben wir inzwischen einen Server, bei dem das Update nicht mehr so nervig ist wie beim alten. Insofern stört mich das jetzt auch nicht. So, mal gucken. Was erwartet uns denn hier an der Ecke? Gott. Ach, das ist wirklich so vertraut wie Heimkommen. Also an diesen Stränden habe ich schon so viele Steine weggeballert und so viele Bäume umgehauen und so häufig gegen irgendwelche dummen Krokodile gekämpft. Long, long ago. Es ist schlimm, dass man sich an sowas dann tatsächlich gut erinnern kann. Wenn ich versuche, mich an irgendwelche mathematischen Formeln aus meiner Schulzeit zu erinnern, dann scheitere ich ganz kläglich. Aber gut, ich hatte noch nie ein sonderliches Ohr für Mathe, insofern. Ah, wie ist das denn bei euch? Wart ihr gut in Mathe? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mich da auch im Abitur noch ganz mies irgendwie durchgekämpft.
Das war auch meine einzige wirklich schlechte Note, die sich dann über die Jahre hinweg gehalten hat. Aber wenn ich überlege, was ich dann studiert habe und mit welchen Dingen ich heutzutage zu tun habe, ich habe das auch nie wirklich danach nochmal groß gebraucht. Also Grundrechenarten ja, Dreisatz auch, aber Rest nö. Also gerade sowas wie Kurvendiskussion und so, nee, nicht wirklich. Das braucht man einfach nicht mehr, außer man hat eben ein Studienfach, das sich mit dieser Thematik beschäftigt oder Sachen, wo man eben tatsächlich solche Erhebungen machen muss. Ich denke mal, würde man zum Beispiel Chemie studieren oder amüsanterweise auch Psychologie, da müsst ihr sehr viel mehr rechnen und auch rechnen können, weil sonst kommt man irgendwann nicht mehr weiter. Da bin ich doch mit meinem Geschichtsstudium sehr froh. Da musste ich mir nur Jahreszahlen merken. Und daran gewöhnt man sich irgendwann, wenn man seine innere Karte angelegt hat. So, hier ist nochmal so ein Extra. Hier sind auch noch zwei. Mensch, Leute. Warum sind das immer zwei? Das ist echt fies. Einen würde ich ja noch schaffen, aber zwei sind da doppelt so viel. So, jetzt sind wir hier aber ziemlich weit hinten. Ich gehe noch bis zu der Brücke. Mal gucken. Damit ich zumindest so ein bisschen was vom Flusstal noch angeschaut habe. Aber so wesentlich mega viel geändert hat sich nicht. Also klar, es gibt natürlich immer noch die ganzen Camps und die Shellbacks sind jetzt nicht mehr schlecht gelaunt. Insofern muss man wohl glücklich sein. Das hier hinten war auch mal eine schöne Gegend. Hier haben wir unsere allererste Stadt gebastelt. Mit noch richtig hässlichen Klotzbauten und allem, was dazugehört, als wir einfach noch nicht sonderlich viel Übung im Bauen hatten. Und das Ganze halt auch noch nicht so gut geklappt hat, aber es hat Spaß gemacht. Es war eine coole Sache. So die ersten 4-5 Tage, wo wir total im Baurausch waren. Ah. Da waren dann auch echt viele Leute auf dem Server, die dann gleichermaßen irgendwas gebaut haben. Und ab da wurde es dann irgendwie sehr chaotisch, aber auch lustig. Hat Spaß gemacht. So. Hier kommt dann jetzt nicht mehr so sehr viel. Außer eben hinten dieses, der Eingang zu einem Dungeon. Und die verschiedenen Höhlen, die jetzt hier auf der anderen Seite sind, das weiß ich noch. Aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung mehr, wie hart die sind. Das ist schon zu lange her. Ich glaube mal, die meisten sollte ich eigentlich schaffen, weil sich dort nur irgendwelche Chickenviecher befinden. Also die Dinger, die ich mit meinem Speer eigentlich noch ganz gut hinkriege, aber... Oh, es gibt hier neue Vogelgeräusche. Das ist ja geil. Gab es früher auch noch nicht. Oder habe ich die einfach immer übersehen? Ich weiß es nicht. So, gucken wir doch mal hier. Hier war doch irgendwo so eine Höhle. Oder irre ich mich? Ich weiß es echt nicht mehr, Mensch. Oh, ist das Eisen? Huch. Oh, hier ist ein Camp. Oh, warte mal, hier sind Leute, die zum Camp gehen. Ist das ja geil. Drücke E, um zu interagieren. Ach, hier ist ein Buch. Okay. Ophirianisches Tagebuch 3. Die gemeinsame Reise hat sich als kluge Entscheidung erwiesen. Mein Gefährte hat sich ein einfaches Steinschwert angefertigt und ist mit seiner enormen Kraft gegen ein aggressives Krokodil eingesetzt. Ich kauerte mich vor Angst zusammen, als das Monster angriff und bin meinem Gefährten sehr dankbar, sowohl für den Schutz als auch für die Stärkung durch das Fleisch der Bestie. Es schmeckte nach Hühnchen. Wir haben beschlossen, weiter in den Norden zu gehen und dem Fluss zu folgen. Mein Gefährte hat Interesse an den schwarzen Mauern der Ruinenstadt bekundet. Ich bin weniger begeistert, was die Aussicht auf eine Zuflucht dort angeht. Ja, das ist auch nicht so sehr gesund. Aber was ich hier sehe, ist Eisen. Das werden wir jetzt gleich mal alles mitnehmen. Ich habe zwar keine tolle Axt, aber das ist doch mal geil. Eisenstein, yes. Das gesamte Eisen eines Knotens abbauen. Aber wenn hier schon Eisen ist, dann nehmen wir das auch mit. Es sind immerhin 50 Stück jetzt. Was ist denn dort unten? Nee, das ist kein Eisen. Ich wusste gar nicht, dass hier Eisen war. Aber na, mein geübtes Auge erspäht das natürlich sofort. Auch nach über, ups, einem Jahr Pause. Das finde ich immer richtig geil. So, wo war denn jetzt hier diese Höhle? Okay, hier sind jetzt... Boah, hier ist ja noch mehr Eisen.
Geil. Das war doch vorher nicht so, oder? Huch. Das nehmen wir alles mit. Den ganzen schönen Eisenkram hier. Gib mir mehr Eisen. Jawohl. Nice. Vor allem, wenn ich mir überlege, was das für ein Driss ist, das jetzt aus der Wüste zu holen, weil die Spots dort sind relativ gut bewacht. Das hatte sich schon damals verändert, als wir noch gespielt haben. Und ja, ne, nehme ich doch gerne mit. Aber hier war definitiv eine Höhle. Ich weiß noch nicht mehr welche. Oh, mal gucken. Ja, hier ist eine Höhle. Mit Chicken. Oh, mit 3 Chicken. Oh, scheiße. Oh, oh. Das wird jetzt unschön. Okay. Dann hauen wir doch mal rein hier. Hoppa. Oh, fuck. Okay. Ohne Ausdauer ist das natürlich nicht die beste Idee hier. Blutet, ihr Chicken. Blutet. So kommt man auch mit kleinen Waffen hier noch drin, war's. Wow. Puh. Okay. Gleich mal ein bisschen Fleisch abernten hier. Oh, Demon Blood, okay. Auch nicht verkehrt. So, dann hauen wir uns noch mal einen Fisch rein. Tja, und das hier ist die Höhle, in die ich dann gleich noch mal reingehen möchte. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Mal gucken, was passiert, wenn ich da reingehe. Ich hoffe mal, sie ist nicht total verseucht und kaputt. Okay, der exotische Fisch, der hilft auch nicht sonderlich gut. Meine Güte. Das ist ja schon so ein bisschen enttäuschend. Ich heile nicht sonderlich viel. Egal. Ihr Lieben, macht es gut, habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut bis dahin und tschüss.